Großbritannien ist völlig außer Kontrolle. Berater der britischen Regierung fordern jetzt Covid-ähnliche Lockdowns, um diese Massenproteste in ganz England hier zu beenden. Die Tagesschau, sie framet es immer noch in die Ecke des rechten Mobs, der hier randaliert und Riots macht in England. Das ist völlig Banane. Ich habe heute einen Artikel dabei von der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die über Vorkommnisse zum Beispiel in Rotherham berichtet, von 1997 an beginnend, wo die Politik bis heute totschweigt, was hier eigentlich vonstatten gegangen ist. Es sind nicht die Rechten, die demonstrieren. Es ist die Bevölkerung Großbritanniens, die die Schnauze wirklich voll hat. Anders kann man das nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wo man im Land anfangen soll. Es ist phänomenal. Wir haben so viele Orte, so viele Städte. Man kann es kaum noch zusammenfassen. Nottingham, Leeds, Stoke, Manchester, Blackburn, Belfast, London. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielen, vielen Städte, die hier inzwischen davon betroffen sind. Und vor allem auch die British Patriots, wie sie sich nennen, auf der einen Seite gegen die Muslim Defense League. Ist kein Spaß. Sie nennen sich wirklich Muslim Defender, also Muslim Verteidiger. Und es gibt so viele Videos inzwischen im Internet. Was wir da sehen können, das ist, also die laufen auch mit den Macheten draußen rum. Diese Bilder darf ich hier nicht zeigen, sonst sind die wieder ab 18 bei YouTube. Katastrophe, Leute. Das ist richtige Katastrophe. Dann steht die BBC-Moderatorin da und redet von Peaceful Protesters. Eine andere, ich glaube von CNN, wurde dabei erwischt. Sie wollte über den rechten Mob sprechen. Auf einmal laufen hinter ihr Migranten mit so langen Macheten durch das Video. Da hat das Framing nicht so ganz gepasst. Es wird demonstriert im ganzen Land. Auslöser sind immer noch die drei erstochenen Kinder bei diesem Taylor Swift-Mord, quasi bei diesem Tanzworkshop, wo immer noch behauptet wird, es sei ja gar kein Asylsuchender gewesen, der hier Täter ist. Das ist korrekt. Es ist dennoch ein Sohn einer Einwandererfamilie aus Ruanda. Und das reiht sich nur ein in eine ganz lange Reihe von Gewalttaten, von Straftaten von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und von direkten Einwanderern. Es wird hier auch immer wieder davon gesprochen, dass es Fake-Asylsuchende sind. In Deutschland kennen wir das auch. 48% aller, die kommen und einen Asylantrag stellen, bekommen diesen nicht genehmigt. Er wird abgelehnt. Das sind somit auch keine Berechtigten in diesem Sinne. Es gibt jetzt hier auch also Bilder, die Polizei wird vom Motorrad geschmissen. Eine Polizeistation brennt. In Sunderland wird die Polizei zurückgedrängt. Sie zieht sich zurück. In Sunderland ist auch die Polizeistation in Flammen. Dann in Bristol ist so eine Unterkunft, ein Hotel, was inzwischen Neubürger beheimatet, with British Taxpayer Money, wie sie immer sagen. Sie stürmen da rein und randalieren die Leute da raus. Und da muss man aufpassen, sie begehen hier alle Straftaten. Sie legen hier Feuer an Wohnunterkünften. Das ist teilweise versuchter Mord. Damit macht man sich in der sachlichen Debatte, worum es eigentlich geht, überhaupt keine Freunde. Aber die sachliche Debatte findet anscheinend in Großbritannien überhaupt nicht mehr statt. Das ist vorbei. Ja? Hier, UK Government Advisors calls for Covid-style controls against riots. Also Corona-ähnliche Lockdowns sollen jetzt dafür sorgen, dass hier die ganzen Randalierer wieder nach Hause gehen. Es sind über 30 einzelne Städte gewesen, in denen man diese Randale gesehen hat. Und Strama, der britische Premierminister, ist ein Fähnchen im Wind. Damals, als George Floyd quasi von der Polizei in Amerika erschossen wurde und es die Proteste gab, da hat er Donald Trump kritisiert und dies kritisiert und das. Und heute sagt er, volle Härte des Gesetzes für die rechten Randalierer. Be in no doubt, I was shocked those that have participated in this violence killing of George Floyd will face the full and the force response of the law. President Trump, the police and the US will be making arrests. To the peaceful individuals protests. Will be held to people on rightly remand. Demanding justice. Charges will follow has been an affront to and convictions the will last follow. Week. Das andere Wort derer, die hier randalieren, dass es auch Muslime sind, das nimmt er gar nicht in den Mund. Das ist ein Kniefall vor dem Islam. Und die Briten, so wie das Karma es will, die die ganze Welt quasi erobert hatten in ihrer Kolonialzeit, bekommen jetzt die Quittung dafür. Und Allah!
wird sehr blutig enden in Großbritannien. Das wird wirklich sehr blutig enden. Mir ist kein Szenario im Moment im Kopf, wie das Ganze hier nochmal beruhigt werden soll. Es geht einfach weiter. Täglich kommen weitere hunderte neue dazu in Großbritannien und den Leuten, denen steht es hier. Die Augsburger Allgemeine Zeitung hatten vor 3 Jahren einen wirklich sehenswerten Artikel, und zwar das Schweigen von Rotherham. Es wurden über 1400 Mädchen dort über Jahrzehnte lang vergewaltigt. Vor 3 Jahren hat eine Aussteigerin damals über ihre Anwältin quasi eine Aussage gemacht, über die berichtet wurde. Sie war damals 23 und kurz nach dem 12. Geburtstag, berichtet sie, ist sie in das Auto eines 35-jährigen Mannes eingestiegen und daraufhin wurde sie zum ersten Mal missbraucht. Und damit begann erst die Schreckenszeit. 5 Jahre dauerte es, die Täter haben sich immer wieder an ihr vergangen. Die Männer waren alle in den 20ern und 30ern und vor allem, es waren immer zugewanderte Asylsuchende. Man hat dann 2010 auch eine Bande von 5 Pakistanern festgenommen. Allerdings ist das Ganze alles andere als aufgeklärt. Es sind über 1400 Mädchen vergewaltigt worden in nur einer britischen Stadt in 16 Jahren. Und das von nachweislich Migrantenbanden. Das ist hier belegt. Die Augsburger Allgemeine Zeitung hat das beschrieben. Die Stadt, die Polizei, die Kinderschutzbehörden, die örtliche Labour-Regierung, die Schulen, alle haben weggeschaut. Die wenigen, die Alarm geschlagen haben, wurden sanktioniert, als Rechtsextreme gebrandmarkt oder als Antimuslime aus dem Dienst geworfen. Jetzt gibt es hier in einer Stadt von 250.000 Einwohnern die Grenze, die überschritten wurde, die Bevölkerung, es reicht. Ihnen steht es bis hier oben. Es gibt auch einen kleinen Teil, der sich immer noch vor die Flüchtlingsunterkünfte stellt und immer noch fordert, Refugees are welcome here. Wenn man da mal zugrunde legt, wenn es echte Refugees wären, was es nicht ist, das sind keine Flüchtlinge. Wer Frau und Kinder zurücklässt, um die Männer vorzuschicken, das ist eine Invasion. Das ist wirklich eine Invasion. Aber die Leute haben im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Europa hat über 1000 Jahre lang sich verteidigt gegen Invasoren, die aufgrund ihres Glaubens Deutschland und Europa erobern wollten. Heute darf man darüber nicht mehr sprechen. Man ist ein Rechter. Da frage ich mich nur, was hat sich denn geändert an dem Machtanspruch, den der Islam über die ganze Welt verbreiten möchte? Nichts hat sich geändert. Wir kennen das aus den ganzen Ländern, aus den Emiraten, aus den ehemaligen Kalifaten und Sultanaten. Aber wenn man darüber spricht, dann ist man gleich wieder islamophob, dies, das, wo ich mir nur sage, nein, wir haben hier Regeln, an die müssen sich alle halten, an die haben sich alle unterzuordnen. Und wenn die Regeln den Glauben des anderen zurückdrängen, dann muss er sich dem unterordnen oder er muss fernbleiben. Es kann nicht sein, dass geltende Regeln bei uns aufgrund des Glaubens Dritter, die hier gar nicht aufenthältlich sind, gebürtig sind etc., dann hier Ansprüche stellen, die wir dann ertragen müssen. Bestes Beispiel, die Blaue Moschee in Hamburg wurde geschlossen. Jetzt wurde mit 200 Leuten einfach auf der Straße vor der Moschee gebetet. Wo ich immer noch sagen muss, wenn der Glaube des anderen einen Dritten belästigt oder verletzt, dann darf er ihn nicht mehr frei ausüben. Leute, ihr habt nicht auf der Straße zu beten. Und schon gar nicht habt ihr euch auf die Straße auf den Teppich hinzuwerfen und in einer anderen Sprache. Da sage ich, nein. So viel Toleranz in der Glaubensfreiheit müssen wir nicht dulden. Sie haben Gebetsräume, sie haben Privaträume. Dort können sie jederzeit ihr Gebet machen. Nein, die Polizei, sie schaut zu. Und das war nicht nur in Hamburg so, vor der Blauen Moschee. Jetzt, wo sie den Hamas-Führer getötet hatten, haben wir das überall gesehen. Auch in Hannover, die Polizei, sie macht sich hier zum Steigbügelhalter des Islam und sie werden dafür noch die Quittung bekommen. In Großbritannien sehen wir ja jetzt, was los ist. Die berittene Polizei reitet in Richtung der Briten, ja, und hinten dran ein Mob wütender, maskierter Migranten, alle mit Messern in der Hand. Da sieht man mal, in Großbritannien steht das große Blutvergießen jetzt bevor. Ich finde das alles andere als gut. Allerdings weiß ich nicht, wie sie sonst die Situation dort auflösen wollen. Es wird immer so weitergehen und in Großbritannien sagt jetzt ein großer Teil der Bevölkerung Schluss bis hierhin und nicht weiter. Und das, obwohl sie quasi die falsche Regierung gewählt haben für genau diese Politik. Wir können nur gespannt zuschauen und gespannt sehen, wann denn die ersten
Friedenstruppen entsendet werden nach Großbritannien, vielleicht aus Südafrika oder aus anderen ehemaligen Kolonialgebieten, die hier mal ein bisschen Frieden und Demokratie nach Großbritannien bringen möchten. Anscheinend sind wir kurz davor, in das Emirat Wales oder so abzurutschen. Wir erleben Geschichte live. Und wir wissen erst hinterher, dass es dann die Geschichte ist. Es ist wirklich faszinierend. Das hier, das wird wirklich in die Geschichte von Großbritannien eingehen, auch wenn das im Moment niemand so sehen möchte. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere unbedingt diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Wir sind auf dem besten Wege zu 100.000. Es fehlen noch ein paar. Es fehlen leider noch ein paar. Abonniere ihn. Mach es wirklich. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.